Du Schatz, ja, was denn? Wenn ich eine Schnecke wäre, ne? Ja. Würdest du mich dann noch lieben? Ist es dein Ernst? Ich würde das jetzt gerne wissen wollen, ja. Wenn du eine Schnecke wärst, dann wahrscheinlich nicht, ne. Warte mal, du würdest mich dann nicht mehr lieben? Wieso liebst du mich denn nicht mehr? Das bin doch immer noch ich. Aber woher soll ich denn wissen, dass du das bist? Ja, aber angenommen, du würdest es wissen. Naja, denn auch eher nicht. Dann würdest du mich auch nicht lieben, aber warum nicht? Weil du dann vielleicht eine Schnecke bist? Aber ich bin doch deine süße Schnecke. Wie stellst du dir das denn vor? Wie sollen wir zusammenleben? Das wird schon irgendwie gehen. Ja, aber was verlangst du denn jetzt von mir? Nee, dass du mich auch als Schnecke liebst. Ja, okay, dann lieb ich dich auch, wenn du eine Schnecke bist. Ich würde dich auch lieben, wenn du eine Schnecke wärst. Dann wären wir das Schneckenpaar. Das Schneckenpaar also, ja. Eine andere Frage habe ich aber auch noch. Ich würde dich auch lieben, wenn du ein Frosch wärst, ja. Wieso denn jetzt Frosch? Das sollte ein Witz sein. Findest du, ich sehe aus wie ein Frosch? Mensch, ich meine doch wegen Schnecke... Froschfresse oder was bin ich? Das sollte einfach nur ein Joke sein. Ich meine das nicht Du bist so. Eine Froschfresse. Okay, lass uns doch nochmal zu deiner anfänglichen Frage zurückkommen. Ah, ja, genau. Also pass auf. Hm, ich passe auf, ja. Wenn wir nicht zusammen wären, du aber verheiratet wärst. Mit dir? Nein, nicht mit mir, mit einer anderen Frau. Ja. Würdest du dann mit mir schlafen? Also, sind wir dann doch zusammen? Nein, du bist verheiratet, habe ich doch gesagt. Also haben wir dann eine Dreiecksbeziehung? Nein, du bist verheiratet, aber wir beide landen im Bett. Also du meinst, dass ich dann meiner Frau fremd gehe? Sozusagen, ja. Mein Schatz, das ist doch so eine dumme Frage, da kann ich nur verlieren jetzt. Nein, antworte bitte und ehrlich. Mann, das ist eine Falle und sie ist wahrscheinlich fast zu. Nein, das ist keine Falle. Würdest du mit mir ins Bett hüpfen oder nicht? Ich möchte nein sagen. Sagst du nein? Ich sage nein. Aha, also willst du nicht mit mir schlafen? Ja doch, mein aber... Mein Freund will also nicht mit mir schlafen. Das ist ja interessant. Natürlich, aber dann würde ich doch meine Frau betrügen. Ja, aber das wäre doch mit mir. Aber dann wüsstest du doch, dass ich untreu bin. Das ist doch auch nicht also, schön. Also Egon, ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll jetzt. Haraldine, jetzt entspann dich doch mal. Warum stellst du mir überhaupt solche Fragen? Du willst doch nur, dass ich die falsch beantworte. Ich möchte, dass du das ehrlich beantwortest hier. Ja, scheinbar ja nicht. Ja, guck doch, wie angenervt du Nee, bist. Ist okay jetzt, ich bin nicht sauer. Ja komm, das kaufst du dir gerade doch selbst nicht mal ab. Nee, alles gut, ist wirklich alles in Ordnung. Okay, dann würde ich halt mit dir schlafen. Wirklich? Ja. Das bedeutet ja aber, dass du fremd gehst. Willst du mir fremd gehen? Findest du, ich sehe aus wie ein Frosch?